Hallo Leute, willkommen zurück in der Hüpfeld-Galaxie. Das ist die letzte. Wir haben 240 Sterne und wollen jetzt die Hüpfeld-Galaxie schaffen. Hier gibt es mehrere Abteilungen, kann man sagen. Ich weiß nicht, ist es die dritte oder vierte Abteilung? Die ist eigentlich ganz easy. Eigentlich. Aber ich bin trotzdem eben gestorben. Aber auch nur, wenn man einmal den Strom berührt, verliert man ja seine Wolkenfähigkeiten und ja, dann ist man halt, hat man halt gelitten, ne? Also das hier muss man eh schaffen. Ohne sich zu verletzen. Stichwort Risikokomet. Allerletzter Stern. Oh Mann, da habe ich es mal wieder verkackt. Ja, also ein bisschen schwerer als die Mission mir schon vorgestellt, weil alles so tönen. Boah, die ist so schwer. Die schaffst du nie. Okay, ich weiß aber nicht, wie lange sie noch geht. Also ich war bei den Hammerbrüdern. Mal sehen. Was noch alles kommt. Ah, ich bin ein bisschen zu hektisch. Ich habe gedacht, das hier ist ein Klacks, deswegen mach ich das schnell und dann, genau dann geht's in die Hose. Wir haben nur noch null Leben. Idiot. Gut. Vorsichtige Variante. Aber skillreich. Das klappt. Egal, Game Over. Dann können wir die ganze Galaxie nochmal von vorne genießen. Ist doch schön. Ich finde die Galaxie schön. Mir gefällt sie. Ach, Lupa. Anstatt einfach nur mitkommst und die anguckst, was ich da treibe. Hockst du immer hier und bettelst nach Sternteile. Gib mir Sternteile. So. Und wieder in die Hüpfeld-Galaxie. Komm schon. We can do it. La. Rein da. Sieht aus wie jetzt drauf fair, hä? Das ultimative Hüpfexamen. Ja, wissen wir doch. Komm schon. Die grünen Sterne waren ja nicht so schwer irgendwie. Also, wo sollen da... Ich meine, wie soll man sich denn da irgendwie verbessern? Man hat seine Skills ja entwickelt bei den ersten 120 Sternen. Hier einfach nur zügig die Blumen entlang. Ist gar nicht schwer. Okay, das sind Kugelwillis, aber die stören mich irgendwie nicht, ne? Und wieder weiter im Text. Wie mache ich das am besten? Ich gehe einfach mal hier so lang. Tada! Und einmal im Kreis laufen, bitte. Und dann bin ich schnell genug, dass die alle mich nicht erwischen können. Das ist ja absolute Kinderkacke hier. Nummer 2. Teil 2 des Levels war das, ja? Teil 3 ist der Wolkenabschnitt. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Teil 3, Wolken. Ich weiß gar nicht mehr, was Teil 4 war. Wir gucken. Wir gucken gleich mal. Bisschen auf Nummer sicher. Wir wollen ja nichts riskieren, nicht wahr? Heps. Alles halb so schlimm. Oh nein. Okay. Doch nicht auf Strom gelandet. Aber ich will diese Wolke haben. Das war Teil 3. Kommen wir zu Teil 4. Das ist... Ach, das hier gewesen. Hier müssen wir gar nicht zurücklaufen, ne? Ich habe die Plattform so gut es geht am Leben gelassen. Ah, okay, das war schwierig, ja. Rhythmus herausfinden. Oh nein. Das habe ich schon wieder vergessen. Dass es Schüttelklappen sind. Okay, das hat sich erledigt, aber trotzdem. Ist ja auch egal. Jetzt bin ich nirgendwo gerettet. Ach. Mann!
sieht irgendwie doch irgendwie einfach aus, aber macht sie erstmal die Mission. Die Galaxie. Ich darf nicht so viele Leben verbraten. Ich denke nur an Game Over, dass wir die Checkpoints verlieren. Unbelievable. Also gut, wir warten. Oder warum? Ist doch besser, wenn wir dabei springen. Ach, du bist ein Drecksack. Du bist ein Drecksack da. Ein totaler. Du kamst in Teil 1 gar nicht vor, Teil 2 gar nicht vor. Oh, ich wollte einen Weitsprung machen. Scheiß Steuerung manchmal. Jetzt bin ich hier schon mit 240 Sternen und die Steuerung klappt immer noch nicht so, wie ich das gerne hätte. Tschüss. Jetzt werde ich schlecht, jetzt werde ich schlecht. Abregen. Immer schön abregen, ja? Wir schaffen's. Null Leben schon wieder. Hey, da krieg ich einen Anfall. Ich lebe noch. Noch immer. So geht das doch ganz easy. Was ist das denn? Ein Brief von Peach, bitte. Tatsächlich. Da müssen jetzt Leben drin sein. Komm schon. Und 5 Stück. Gut. Die kann ich gebrauchen. Jetzt habe ich genug Polster, um es zu schaffen. Chuck, 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 chuck. Na, komm schon. So. Tief durchatmen und dann haben wir es. Wir werden es in diesem Part lösen. Wir werden es in diesem Part lösen, behaupte ich jetzt. Ich will es nicht versprechen. Aber ich will es behaupten. Willkommen in der Galaxie. Los geht's. Teil 1 Yoshi. Total einfach. Finde ich sogar super. Solche Passagen habe ich mir schon immer gewünscht. Also so richtig lange Passagen damit. Finde ich toll. Und auf keinen Fall gefällig. Teil 2 mit den Platten ist auch total Kinderkacke. Dum, 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 dum. Achso. Egal. Laufen unsere Runde. Dann haben wir das. Gell, Yoshi? Schön, dass wir uns verstehen. Da-da-da-da. Komm schon, weiter. Herzattacke. Weiter geht's. Jetzt kommen wieder die Wolken. Kein Problem. Kein Problem. Wird sich zeigen, ob wir es mal absolut reibungslos hinbekommen. Oder nicht. Ach, ihr seid so blöd, ne? Ihr seid so... Ich wollte halt mal... da runterspringen vor die Wolke. Wo ist das Problem? Das war das. Kommen wir zu Part 4. Der ist echt schwierig. Die mit Risikokomet. Nein, Doc, aber wir haben noch ein paar Wolken. Das ist cool. Die werde ich benutzen an schwierigen Stellen. Zum Beispiel so. Oh nein, ich bin sie los.
Aber egal. Los, weg hier. Dämlich. Aber geschafft. Dämlich, aber geschafft. Jetzt kommt Part Nummer 5. Checkpoint, ich hätte doch gerne eine Münze. Ah, der gibt mir keine. Der hier ist einfach, aber die hier sind schon schwieriger. Hui. So. Nein! Das gibt's nicht. Da war ich wieder zu übereilig. Aber wir haben genug Leben. Wir werden das schaffen in diesem Part. Oh nein, ich mache mich das selber. Oh, ich bin ja selber so ein Idiot, ne? Total. Heilige Bimba. Ja, ich weiß, was ihr sagen würdet. Freu dich schon mal auf den Komet. Der Standardsatz der Kommentare aus meinen Let's Plays. Aber in jeder Galaxie. Freu dich schon mal auf den Komet. So, immer geduldig warten. Das war nicht geduldig. Toll. Oh nein. Ey. Dumm. Richtig. Oh. Leute von heute. Mann. Wow. Riskant, aber glücklich. Gutes Ende. Gut ausgegangen. Ah, das war dumm wieder. Nein, Goomba! Oh, dieser Goomba, der hat mich verwirrt jetzt. In dem unteren hier sind wir auch gar nicht sicher, merke ich. Und... genau. Das war Part Nummer 4. Oder 5? Egal. Jetzt kommen wieder die Hammerbrüder. Ich weiß gar nicht, was nach denen kommt, weil ich nie weiter gekommen bin. Die ersten hätte ich. Ich besiege die trotzdem, ist doch egal. Das sind wieder diese Klappdinger. Ja, und auch dich werde ich besiegen, mein Freund. Und auch dich. Ey, die sind fies, die Dinger. Aber ich bin gut dabei. Hä? Das ist eine Kometenmünze, verdammt. An die habe ich schon gar nicht... mehr gedacht. Zum Glück hat es noch geklappt. Okay, da ist noch einer und da hinten sind drei. Das sind ja Boomerang-Brüder. Scheiße. Oh, nee. Nicht runterfallen. Fick dich. So. Jetzt kommen die drei. Kommt her, meine Guten. Das war der erste. Oh, fuck you. Oh, Mann. Münze, gib's her. Ich mache ich jetzt zu Kartoffelbrei. Runtergefallen. Oh nein, Leute, wir haben überzogen. Dann werde ich ein bisschen Gas geben, ein bisschen schneller zusammenschneiden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.